Kommen wir zu Aufgabe Nummer 5, Seite 200. Hier soll eine Rekonstruktion erfolgen und es ist schon geschrieben, um was für eine Funktion es sich handelt, eine Funktion dritten Grades, und es steht sogar schon da, wie die allgemein nochmal heißt. Günstigerweise schreiben wir uns gleich nochmal die Ableitung dazu, also f' von x ist gleich 3ax² plus 2bx plus c. Und dann kann es fast losgehen, die zweite Ableitung vielleicht auch noch dazu. Gleich 6ax plus 2b. So, wir schauen uns nacheinander die gegebenen Bedingungen an und formen daraus dann Gleichungen. Zunächst einmal ein Extremum im Punkt P16. Das heißt, der Punkt P16 ist auf jeden Fall Teil der Funktion und daraus kann ich folgende Übersetzung machen. Nämlich für den x-Wert 1 wird die Funktion 6, also f von 1 ist gleich 6. Und daraus mache ich meine erste Gleichung. 6 ist also, wenn ich in die Ausgangs- oder die allgemeine Form 1 für x einsetze, also a mal 1 hoch 3 plus b mal 1 hoch 2 plus c mal 1 plus d, also 6 ist gleich a plus b plus c plus d. Die zweite Bedingung, die hier enthalten ist, in diesem Punkt gibt es ein Extremum. Und das bedeutet, an dieser Stelle ist die erste Ableitung 0. Daraus entsteht meine zweite Gleichung. 0 ist gleich, und jetzt 1 in die erste Ableitung eingesetzt, 3 mal a mal 1 hoch 2 plus 2 mal b mal 1 plus c. Also insgesamt 3a plus 2b plus c. Dann haben wir einen Wendepunkt bei x ist gleich 4. Wendepunkt, weiß ich, ist die zweite Ableitung muss 0 sein für diesen x-Wert. Also das ist f2' von 4 ist gleich 0. Daraus entsteht also meine dritte Gleichung. 0 ist gleich, jetzt hier für x4 eingesetzt, 6 mal a mal 4 sind also 24a plus 2b. Und die letzte Bedingung, den Funktionswert 2 an der Stelle x ist gleich minus 1, was nichts anderes bedeutet als f von minus 1 ist gleich 2. Und daraus entsteht die letzte Gleichung, 2 ist gleich minus 1 eingesetzt hier überall. Und dann steht hier minus a plus b minus c plus d. Und ich habe ein Gleichungssystem. Vier Gleichungen, vier Variablen, nur in der dritten sind zwei Variablen nicht vorhanden. Ansonsten relativ viele Variablen. Um hier gut und günstig vorwärts zu kommen, eignet sich ja oft das Additionsverfahren. Und zunächst sieht es so aus, wenn ich Gleichung 1 und Gleichung 4 addiere. Hier steht a, hier steht minus a, hier steht c, hier steht minus c. Wenn ich das einfach addiere, dann fallen a und c weg und ich habe eine Gleichung erhalten, die nur noch zwei Variablen hat. Ist grundsätzlich eine gute Idee. Allerdings lässt sich dann nicht so gut weiterrechnen, weil ich habe dann eine Gleichung erhalten mit b und d. Und diese Gleichung mit b und d kann ich hier mit der zweiten und der dritten schlecht weiterverarbeiten. Deswegen ist es günstig, wenn ich die erste und die vierte so miteinander verrechne, dass
beispielsweise D wegfällt. Also rechne ich nicht 1 plus 4, sondern 1 minus 4. Und dann entsteht 6 minus 2 ist 4. A minus minus A ist 2a. B minus B fällt weg. C minus minus C sind plus 2c. D minus D entfällt. So, wenn wir jetzt also noch die zweite und die dritte miteinander verarbeiten, beispielsweise die zweite minus die dritte. 2 minus 3. 0 minus 0 ist 0. 3a minus 24 a sind minus 21a, 2b minus 2b entfällt und c minus 0c sind 1c. Haben wir also zwei Gleichungen mit zwei Variablen, wunderbar. Können jetzt beispielsweise die hier umformen zu c ist gleich 21a und das Ganze hier diese einsetzen. 4 ist gleich 2a plus 2 mal 21a. Also 4 ist gleich 2a plus 42a. 4 ist gleich 44a durch 44 sind 44, 4 44stel oder 1 Hälftel. Jetzt kann das Ganze rückwärts gearbeitet werden. Wenn a gleich 1 Hälftel ist, könnte ich das hier einsetzen und würde einen Wert für c herausfinden, dann hier einsetzen, einen Wert für b herausfinden und in die anderen einsetzen, dann erhältst du einen Wert für d. Die Werte, die du erhältst, sind dann also a 1 Elftel, b minus 12 Elftel, c 21 Elftel und d gleich 56 Elftel. Also keine Angst vor krummen Zahlen, das tut nicht weh und ist auch möglich. Damit haben wir Teilaufgabe A bearbeitet. Teilaufgabe B. Wie lautet die Gleichung der Tangenten an den Graphen im Wendepunkt? Und dazu machen wir hier mal einen neuen Bereich. So, sollte reichen. Wir brauchen zunächst den Anstieg der Tangenten. Und der Anstieg der Tangenten, den macht ja die erste Ableitung. Die erhältst du, wenn du erstmal die Funktion aufschreibst mit den Parametern, die wir hier haben. Also 1 Elftel x hoch 3 minus 12 Elftel x Quadrat plus 21 Elftel x plus 56 Elftel. Davon bildest du die Ableitung. Das sollte kein Problem darstellen. Und in diese Ableitung, die dann entsteht, setzt du den Funktionswert ein. Vom Wendepunkt. Und das ist ja als Bedingung gegeben. Also, der Wendepunkt soll bei x ist 4 liegen. F von 4 setzt du in die erste Ableitung ein und du erhältst den Wert 27 Elftel. Das ist also schon mal der Anstieg unserer Tangenten.
Und wir brauchen die y-Koordinate vom Wendepunkt. Sonst können wir den Rest der Tangenten nicht bestimmen. Die y-Koordinate vom Wendepunkt erhalte ich, indem ich die x-Koordinate des Wendepunktes in die Funktion einsetze. Also hier 4 einsetzen, ausrechnen und wir erhalten 12/11. Das alles zusammen. Daraus bauen wir jetzt unsere Tangente. Tangente hat den Anstieg minus 27/11, x plus n. Um das n herauszufinden, nutzen wir den Punkt, den wir schon kennen, den Wendepunkt. Also 12/11 ist gleich minus 27/11 mal 4 plus n. Dann wird umgeformt und n ist 120/11 und die Tangente heißt also insgesamt minus 27/11 x plus 120/11.